Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das also jetzt nicht übertreiben, aber ich habe auch die ganze Zeit schon gesehen, dass die Frau Ministerin die Zeit überschritten hat und ich hätte auch nicht das angemahnt. Aber jetzt, wo ich die Gelegenheit habe, noch einen Satz zu sagen, der mir eben noch wichtig war. Sie hat gesagt, ich hätte empfohlen, dass die Schulleitung das locker nehmen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, sie sollen nicht übertrieben streng sein. Also ich bitte wirklich, das ein bisschen genauer zu nehmen. Und dann, wenn man dann appelliert hier, am Anfang habe ich gedacht, es wird an mich appelliert, ich soll mich jetzt endlich mal bekehren, dann muss ich doch auch mal etwas sagen. Also ich war 45 Jahre in der Schule, davon habe ich 40 Jahre keinen einzigen Tag wegen Krankheit gefehlt, keinen einzigen Tag. Und in meiner Schule, in meinen Schulen, war die Fehlerquote der Lehrer ganz, ganz niedrig und die Fehlerquote der Schüler so niedrig, dass die Schulaufsicht mich gebeten hat, den Schulleiterkollegen und Kolleginnen bitte zu erklären und zu sagen, wie ich das mache, dass das so klappt. Das heißt also, ich habe mir hier nichts vorzuwerfen und ich bin ein leidenschaftlicher Vertreter von Schule und ich habe Schule gelebt. So, ich kann das also den Appell nur unterstreichen, aber der kann nicht an mich oder an die AfD gerichtet gewesen sein. Dankeschön.